Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen, heiß ersehnt, lang erwartet und als Versprechen für 250.000 Abonnenten gibt es mit dem heutigen Video die Redstone World Beta 2.0 zum Download. Ihr findet einen Link in der Videobeschreibung. Falls die Webseite, weil nun zu viele von euch gleichzeitig versuchen, die zu downloaden, abstürzen sollte, gibt es auch noch einen Mirror-Link irgendwo in der Videobeschreibung. Und ansonsten, liebe Leute, Geduld, mein junger Padawan. Einfach einen Moment warten, vielleicht in einer Stunde oder zwei Stunden nochmal neu probieren oder nächste Tage probieren. Euch rennt ja nichts weg. Ich möchte euch einen kurzen Überblick über die Redstone World geben. So sieht das Ganze aus, wenn ihr das Ganze gedownloadet habt. Für die von euch, die jetzt nicht wissen, wie das geht, ganz, ganz kurz bei Windows erklärt. Ihr downloadet euch die Redstone World als Datei. Jetzt fragt euch, was ist mit dem Texture Pack los und so. Ich erkläre es euch. Pass auf, ganz schnell. Hier ist die Redstone World. Ich habe die auf meinem Computer liegen. Die Datei, die ihr downloadet, die sieht dann so aus. Redstone World Beta 2.0 ZIP. Diese ZIP-Datei öffnet ihr in Windows einfach mit einem Doppelklick. Da ist ein Ordner drin. Dieser Ordner nennt sich Redstone World und das ist sie, die richtige Redstone World. Ihr drückt dann die Windows-Taste und R bei eurem Computer. Es öffnet sich ein Feld, da gibt ihr ein Prozent, AppData%, APPDATA%, Enter. Dann sollte sich das hier öffnen. Hier findet ihr einen Ordner namens .minecraft, da geht ihr rein, da geht ihr in den Ordner Saves und in diesen Ordner Saves, da zieht ihr aus der ZIP-Datei diesen Ordner namens Redstone World rein, sodass im Ordner Saves der Ordner Redstone World liegt und in dem Ordner ist alles mit drin, das heißt auch das Texture Pack ist mit drin. Wenn ihr die Redstone World auf einem Server spielt, dann macht ihr genau das gleiche mit einem Unterschied. Ihr nehmt diese Datei heraus. Diese Datei ist gleichzeitig das Resource Pack. Im Singleplayer wird dieses Resource Pack automatisch geladen. Das heißt, sobald ihr in die Redstone World geht, ist sofort das Texture Pack geladen, das Resource Pack. Wenn ihr das Ganze auf einen Server packt, geht das nicht. Da müsst ihr Folgendes machen. Ihr geht in diesen Ordner Redstone World rein, hier habt ihr das Resource Pack. Das macht ihr Rechtsklick, einmal kopieren. Dann geht ihr zurück in diesen Punkt Minecraft Ordner, geht einmal in Resource Packs, Rechtsklick, einfügen. So, dass dieses Resources.zip sich in eurem Resource Pack Ordner befindet und dann müsst ihr nur noch bei den Resource Pack Ordner dieses Resource.zip, hier steht inkompatibel, ist nicht schlimm, ist kompatibel, glaubt mir, ich weiß, was ich tue, einfach hier rüberziehen. Okay? Aber das ist jetzt die kurze Anleitung für die von euch, die, wie gesagt, das online spielen möchten. Es reicht, wie gesagt, wenn ihr die Redstone World bei Minecraft Java wohlgemerkt. Ich kriege immer wieder Fragen, ist die Redstone World Bedrock kompatibel? Nein, aber irgendwann werden die Versionen so gleich sein, dass es das möglich ist. Aber aktuell leider noch nicht. So, also, Saves, da befindet sich die Redstone World und dann sieht das Ganze hoffentlich bei Minecraft so aus, dass ihr im Singleplayer hier die Redstone World findet. Ihr betretet die Redstone World und wartet einen kleinen Moment. Das kann sein, dass euer Computer einen Moment anfängt zu laggen, vor allen Dingen, wenn das Texture Pack geladen wird. Das kann echt vielleicht kurze Lags geben, aber theoretisch solltet ihr dann das hier sehen und eigentlich sollte auch das hier passieren, genau. So, bei mir passiert es nicht, bei meinem Spieler passiert es nicht, aber bei euch wird es passieren. Ihr solltet die Nachricht halten, Redstone World Beta 2.0. Ihr solltet hier in diesem Raum stehen und dann ist alles wunderbar. Wenn ihr diesen Raum seht, ist alles gut gegangen. Ansonsten versucht es nochmal neu. Video-Settings. Falls es bei euch sehr, sehr stark laggt, ja, dann Render-Distance runterstellen. Maximale Framerate limitieren auf 30 Frames per Second. So könnt ihr schon mal eine Menge Performance bekommen. Ich habe es bei mir immer 120. So, dann habt ihr die Möglichkeit, Smooth Lighting auszuschalten. Dann solltet ihr vielleicht die Midmap-Levels runterstellen. Ihr solltet vielleicht Partikel auf minimal machen. Also das sind Möglichkeiten, wie ihr die Leistung vielleicht verbessert. Für den Fall der Fälle, dass euer Computer das nicht packt. Das Problem ist, dieses Update ist noch nicht das Leistungsupdate. Ich werde bald in der Redstone World eine Änderung machen. Ich muss das jetzt euch gar nicht erklären seitens der Programmierung. Ich werde eine Änderung machen, die dafür sorgt, dass die Redstone World 10-mal flüssiger läuft und 10-mal performanter ist. Diese Änderung ist allerdings in diesem Download noch nicht mit drin. Deshalb kann es, wie gesagt, sein, dass es laggt. Hier haben wir ein Buch. Da seht ihr die Red Bits. Wenn ihr hier einen Golden Nugget seht oder so, dann Golden Nugget oder Silbernen Nugget seht, dann ist irgendwas schiefgegangen mit dem Texture Pack. Aber ansonsten sollte es eigentlich geklappt haben. Wie gesagt, folgt die Schritte, die ich euch gerade erklärt habe. Ihr bekommt hier einmal das Geld. Das ist das Kleingeld. Das hier ist das richtige Geld. Das ist der Schlüssel für den Hauptbereich der Redstone World. Wir haben ein Credit-Buch. Wir haben eine Beta-Version. Da könnt ihr euch die 42 Seiten ja mal durchlesen. Und Credits ist einmal ganz kurz hier zusammengefasst. Ganz grob. Es ist noch nicht vollständig, aber erstmal für diese Download, wie es aussieht. Wir werden später hier im Hub noch etwas machen. So, das ist der Hub. Von hier aus kommt ihr überall hin. Kurz, wie kommt ihr zum Hub? Aktuell ganz einfach, ihr gebt ein slash tp
/tp im Chat, Leertaste 100, 100, 100. Ihr drückt /tp 100, 100, 100 und schon seid ihr beim Hub. Vom Hub aus kann man später in der Redstone World alles erreichen. Von hier aus könnt ihr hier zur Hauptstadt gehen, einfach durch das Bild gehen. Wupp, dann seid ihr bei der Hauptstadt. So. Oder ihr könnt zum Rotsteinpark gehen. Da gehen wir dann hier entlang. So, das ist der Rotsteinpark. Wunderbar. Und beim Rotsteinpark ist es so, dass ihr Geld braucht, um den zu aktivieren. Ihr ladet hier euren Pass auf und dann sollte theoretisch alles auch schon funktionieren beim Rotsteinpark. Ich habe die meisten Techniken überprüft soweit. Ich glaube, das Burgtor hatte sich bei einigen in der Testphase nicht geöffnet. Das sollte sich jetzt öffnen, das Burgtor. Nicht verzweifeln, doch es tut's. Nicht verzweifeln, wenn was nicht funktioniert, Leute. Ihr erhaltet keinen fertigen Download. Ihr erhaltet eine Beta-Version, einen Snapshot, um so zu sagen. Also das heißt, es sind viele Baustellen noch offen. Erwartet bitte nicht, dass das hier eine fertige Vollversion ist. Die Redstone World wird erstmal so schnell nicht fertig sein. Ich gebe euch als Versprechen für 250.000 Abonnenten halt diesen Snapshot. Ich weiß nicht, wir können natürlich jetzt sagen, das nächste Special kann bei 300.000 sein. Ich weiß aber nicht, ob es so schnell dahin kommt. Andererseits wird noch eine Menge hier passieren in der Redstone World. Gut, dann zurück zum Hub. Wie gesagt, 100, 100, 100. Habt ihr die Möglichkeit, hier zur Hauptstadt zu kommen. Auch wohlgemerkt sehr spannend. Jetzt fragen sich einige, wo ist der Redstone Stern? Der ist hier nicht drin in diesem Snapshot. Dafür ist halt die ganze Technik mit drin, das Radio ist mit drin, das Texture, nee, Radio nicht, aber das Texture Pack ist mit drin. Das heißt, ihr solltet auch die Sounds richtig eingestellt haben, genau. Das, so sieht das bei mir aus. Mit dem Master Volume Regler regelt ihr eure Lautstärke. Diese ganzen Fader sollten alle so sein, wie sie hier stehen. Blocks, also Music Off, Weather 50, Creatures 50, Players 75, Voice Speech 100, Ambient 50, Friendly 50, Blocks 15 und Juke Note Block 100. So, wie gesagt, wenn ihr es euch dann zu laut ist, macht ihr das hiermit. Das ist hiermit pegelt ihr die Lautstärke und alles andere lasst ihr bitte so, wie es ist. Das ist nämlich die Mischung. Es ist wie ein Mischpult quasi. Das ist die Mischung, ja, und das hier ist die sogenannte Summe. Das heißt, alles, was ihr hier mischt, geht auf diesen Fader, auf den Master Volume Fader. Und mit dem hier könnt ihr alles gleichzeitig steuern. Ja, nur im Verhältnis quasi. Das heißt, wenn der Master bei 100 ist und das Weather ist bei 50, ja, und ich setze den Master auf 50, wäre jetzt das Weather bei 25. Genial, oder? Also quasi immer relativ. Okay, zu kompliziert. So, also wir sollten alle Sounds hören. Mal gucken. Vorsicht, Zug fährt los, 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 los. Waren Sie los? Ja, das Echo an. Ich habe gerade nichts gehört. Ah ja, ich habe auch keinen Lautsprecher an. Oh doch, ich höre was, ich höre was. Ich höre den Rotsteinpark gerade, merke ich. Cool. Wenn ihr den Rotsteinpark nicht mehr hören wollt, einmal die Welt neu betreten. Also, sobald ihr die Welt neu betretet, wird ja euer Parkpass resettet. Ihr solltet jetzt auch eine Nachricht bekommen, wenn ihr die Welt betretet. Irgendwie was Rotes im Chat, im Sinne von, dass der Pass nicht mehr gültig ist. Ja, gut. Und ich habe mir überlegt, dass ich, also das ist jetzt das offizielle Downloads-Video. Ihr findet den Download-Link in der Videobeschreibung. Nein, ich gucke mal, ob ich auf die Webseite, genau, ihr könnt hier das Tor aktivieren, das ist auch noch nicht gebaut, ihr könnt hier auf den Knopf drücken, dann könnt ihr auf den grünen Knopf drücken und dieses Tor hier öffnen. Das habe ich alles noch nicht fertig programmiert, aber trotzdem, ihr habt jetzt schon die Möglichkeit, da ein bisschen rumzuspielen. Ja, feel free, erkundet die Sachen, ihr könnt euch Nachtvision geben mit Effect Give at S Night. Ihr könnt immer Tab drücken, um das zu komplementieren. 99999, 2555, True, macht dahinter ein True, dieses 255 True macht das. Ansonsten habt ihr überall diese Bubbles und Particles. Genau, es sollte alles funktionieren. Was ist neu? Also in diesem Snapshot, den ihr erhaltet, jetzt muss ich mal ein bisschen kapituliere hier. Also wir haben hier die kleine Testwiese mit den ganzen Experimenten. Hier sind Sachen, die ich zum Beispiel mit Items auch entwickelt habe, wovon ihr gar nichts wisst. Hey. So, was ist neu? Neu in diesem Snapshot ist das Hotel, was hier gerade im Bau ist, die Raketenabschussbasis, die ich mit Sparky gebaut habe. Von Kroko das fertige Schloss ausgebaut. Der Redport inklusive Flughafenrundfahrt, die war ja beim letzten Snapshot nicht dabei. Also hier habt ihr die Möglichkeit. Hier müsst ihr Kleingeld bezahlen. Zweimal Kleingeld. Bekommt ein Ticket. Legt das hier rein. Geht hier durch. Wichtig, ihr müsst im Creative sein, wenn ihr das Ding hier fahrt. Ihr müsst im Creative sein, ihr müsst die gesamte Welt im Creative spielen, weil ich noch keine Sicherheitssachen gemacht habe. Ihr werdet sonst gekillt, wenn ihr in diesem Maika drin sitzt. Ihr seid einfach tot. Mausetot. Hallo und herzlich willkommen zur Rundfahrt des Redports. Bitte bleiben Sie während der Fahrt im Kart sitzen. Viel Spaß. Wer ist eine feine Katze? Wenn Sie Ihre Hände rausstecken, könnten Sie sie verlieren. Wer ist eine feine Katze? Ja. Items ist eine feine Katze. Gut, ja, das ist mit neu drin. Die Qi-Engine funktioniert, glaube ich, gerade nicht. Beziehungsweise,
Deshalb funktioniert sie nicht. Hier für euch. Ich gebe euch jetzt gerade die ganzen Pro-Anweisungen, wie ihr die Ski-Engine zum Laufen bringt. Die ist ein bisschen verbuggt. Ihr müsst in diesen Command-Block gehen, euch die Skier geben. Anschließend müsst ihr hier unter die Piste gehen und einmal hier auf diesen Command-Block Strom setzen. Dann sollte die Ski-Engine aktiv sein. Wobei ich glaube, dass die nicht funktioniert in der 1.16. Nein, funktioniert nicht. Okay, also dann vergesst es. Das muss ich definitiv nochmal komplett neu programmieren. Vielen Dank an Minecraft, dass ihr immer so viele Syntax-Sachen ändert. Die Fabrik sollte funktionieren. Haupthaus funktioniert. Fahrstühle im Haupthaus sind bis dato noch nicht angeschlossen. Ich werde hier in der Hauptredstone World im Zentrum weiterarbeiten, allerdings erst nächstes Jahr. Ich werde Anfang 2021 werde ich hier im Zentrum weiterarbeiten und auch mal die Redstone World weiter ausbauen. Aktuell ist Rotschend Park und AdventureCraft und Craft Attack als große Projekte, die gerade noch kommen dieses Jahr. Und dafür brauche ich meine Kapazität. Rotsteinpark ist, glaube ich, das Interessanteste. Das ist komplett neu. Der gesamte Rotsteinpark ist neu. Es gibt sogar ein neues Rotsteinpark-Intro, meine Damen und Herren. Achtung, 3, 2, 1. Und das sind so die aktuellen Updates hier in diesem Snapshot. Rotsteinpark, ich gucke mal, wie gesagt, dass ich auf die Webseite, ich versuche da noch eine Art Map-Overview drüber zu packen, sodass ihr ein bisschen einordnen könnt, wo was ist. Wenn ich hier bei dem Rotsteinpark im westlichen, im südlichen Bereich so leicht schräg in diese Richtung fliegt, kommt ihr zur Hauptstadt. Ihr seht, ah ja, genau, ihr könnt einfach, das ist ganz einfach, ihr kommt einfach hin. Könnt euch einfach, seht ihr hier dieses Korallenriff, ihr könnt einfach von der größten Ecke hier, wo dieses Schiff ist, fliegt in die Richtung der Ecke und da seht ihr schon im Hintergrund den Redport. Wie hoch kann ich die Sichtweise denn machen? Oh, 32 Chunks ist sogar möglich. Cool. Sollte doch mit dem Computer hier kein Problem sein. Ja, wunderbar. So, ihr seht schon, da ist der Redport und hier ist dann der Innenstadtbereich. Der Turm aus AdventureCraft steht in diesem Update noch mit drin, keine Sorge. Ich werde den bald wieder rausnehmen, aber mein Gott, ihr habt den jetzt mit drin, einfach weil Croco den hier gebaut hat. Vielleicht integriere ich den auch in die Redstone World, einfach weil es so hübsch ist. Ja, und wenn ihr vom Hauptangang aus Richtung da, also quasi in die Richtung, wo der Hauptangang rausgeht, fliegt, kommt ihr zum Spawn-Chunk, der noch kein Spawn-Chunk ist. Das ist dieses Update, was ich noch machen werde. Hier ist der große Command-Block, der später die Redstone World kontrollieren wird und hier ist auch der Hub-Raum mit integriert. Gut. Und das sind so aktuell alle Dinge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Erkunden im Rotschneidpark. Vielleicht noch eine Information für die... Okay, jetzt bin ich... Na, wo bin ich gelandet? Vielleicht noch eine Information für die selbst YouTuber oder Twitcher von euch. Natürlich, selbstverständlich, gerne dürft ihr die gesamten Rotstein Park, Rotstein Redstone World, alles was es hier gibt, reviewen und zeigen auf YouTube. Und ihr dürft auch natürlich damit spielen. Also quasi, ihr dürft die Welt umbauen, ihr dürft die Welt weiterbauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Das ist, ich stelle euch den Download-Link zur Verfügung, dass ihr damit quasi machen könnt, was ihr wollt. Das Einzige, was ihr nicht machen dürft, aber das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ist zu sagen, dass es eure Welt ist und die als eure Welt auszugeben und die Credits nicht zu beachten. Wenn ihr da euch nicht sicher seid, wie das geht, müsst ihr auf meiner Webseite gucken. Dort findet ihr über dem Download-Link nochmal eine Information zu Verwendungsrichtlinien. Dort steht drin, wie ihr es am besten macht. Ihr müsst nicht jeden YouTuber, der hier mitgemacht hat, verlinken in der Videobeschreibung. Ihr solltet zumindest die Webseite geocraft.de mit dem Download verlinken. Auf dieser Webseite werde ich später nämlich auch nochmal irgendwann die ganzen YouTuber selbst verlinken, die ihr mitgemacht haben. Also es wird nochmal ein richtiges Credit-Verzeichnis geben, was da kommen wird. So, Rotsteinpark,
Wie gesagt, es wäre nett von euch, wenn ihr Janus natürlich mit verlinkt, wenn ihr den Rotsteinpark euch anguckt und wenn ihr Redstone World das Schloss oder so, ihr könnt ja die anderen, ihr könnt sie mit verlinken, die freuen sich sehr darüber. Aber wie gesagt, gebt die Welt nicht als eure aus, tut nicht so, als ob das euer Ding ist, sondern sagt zumindest im Nebensatz mal, dass das ein Projekt von The Joecraft und den anderen ist. Und wie gesagt, Videos, ihr dürft Reviews machen, ihr dürft die monetarisieren, selbstverständlich, um Himmels Willen. Ihr dürft nicht diese Welt irgendwo zum Download anbieten. Das genau, ihr dürft die Welt, richtig, genau, allgemein nicht. Egal, ob kostenpflichtig oder nicht. Diese Welt wird nur über meine Webseite gedownloadet, thejoecraft.de/redstoneworld, denn dort ist ja auch immer die aktuellste Version drauf. Somit kann ich quasi, wenn eine neue Version kommt, ja die Webseite ändern und ihr müsstet nicht theoretisch eure ganzen Videobeschreibungen ändern. Deshalb bitte Webseite angeben, wenn ihr ein Download habt. Bitte nicht diesen Google Drive-Ordner angeben, sondern gebt wirklich die Webseite an, thejoecraft.de/redstoneworld. Gut. Und ansonsten viel Spaß damit, ihr dürft die auf den Server packen, ja, ihr dürft auch gerne da auf dem Server mit rumspielen, wenn ihr das möchtet, auch da wäre es nett, wenn ihr irgendwo eine kleine Notiz machtet für die Spieler, die da auf den Server drauf kommen, falls sie auch die Map spielen möchten. Was gibt es noch zu beachten? Genau, alle Sounddateien und Soundspuren, die sich in der Redstone World befinden, die sich im Texture Pack befinden, stehen unter Urheberrechtsschutz. Das heißt, die dürft ihr definitiv nicht im anderen Kontext verwenden. Denn Marmeladenoma und so, ja, die ganzen Sounds, die sind ja im Texture Pack drin. Die bitte nicht im anderen Kontext verwenden, weil die, wie gesagt, exklusiv für die Redstone World sind. Das sind einfach nur, wie gesagt, eigentlich Selbstverständlichkeiten. Aber ich erkläre es trotzdem für die von euch, die sich da nicht sicher sind. War das alles? Ja, das war, glaube ich, alles. Das sind die kleinen Regeln. Ich meine, das meiste ist klar. Irgendwas habe ich noch vergessen. Nee, ansonsten, wie gesagt, feel free auf der Welt herumzuspielen. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt sie weiterbauen, ihr könnt Games damit einbauen. Beachtet, wie gesagt, nur diese Urheberrechtsgeschichte. Also ist ja mies, wenn ihr was baut und ich würde so tun, als ob das meine Sache ist. Wassershow startet ihr, indem ihr einfach hier euch hinstellt. Und der Rotsteinparkpass muss aktiv sein. Natürlich, euer Pass muss aufgeladen sein. Hehe. Also wichtig, im Freizeitpark läuft nichts, solange nicht mindestens ein Pass aufgeladen ist. Erst jetzt läuft der Freizeitpark. Und jetzt geht auch die Rotsteinpark-Wassershow. Stellt euch hier hin. Wartet. Maybe. Oh. Das wäre ärgerlich, wenn die Wassershow nicht funktioniert, oder? Muss ich mir gerade überlegen, wo das Problemchen ist. Es kann sein, dass sich das nicht so schnell aktualisiert. Okay, haben wir einen Fehler? Oh mein Gott, habe ich vielleicht einen Fehler in letzter Sekunde gefunden mit euch? Moment mal eben. Tatsächlich. Hier ist ein Fehler drin. Okay, gut, schön. Habe ich jetzt noch hier im Video noch einen kleinen Fehler gefunden. Und zwar die Wassershow. Ihr hättet die Wassershow nicht starten können. Cool. Jetzt könnte die Wassershow starten. Theoretisch. Müsste sie jetzt klappen. Ja. Gut. Okay. Mega. So, wunderschön. Jetzt läuft auch alles hier. Bin glücklich. Also ihr seht schon, dass das sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Funktioniert alles. Ja, damit ist die Redstone World ready. Download-Link in der Videobeschreibung. Viel Spaß damit. Und ich freue mich, euch in den nächsten Folgen Redstone World wiederzusehen. Ja, bin mal gespannt, wie das Projekt weitergeht. Ich werde es immer noch weitermachen. Das ist mein Hauptprojekt. Und mit diesen herrlichen Geräuschen, dieser wunderbaren Geräuschkulisse verabschiede ich mich und sage, macht's gut, bis bald und ciao, Leute.